Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute haben wir natürlich wieder Eier ausgebrütet für euch, weil das Event läuft immer noch, aber vorher eine kleine Info, denn das Wasserfestival 2019 wurde angekündigt und Go Games hat da wieder einen richtig schönen Artikel zusammengefasst, wo ihr alles seht, auch anschaulich mit Bildern. Beim Wasserfestival 2017 damals wurde ja das erste Mal ein Shiny Pokémon eingeführt. Das war damals Carpador und ich weiß noch, das Event hat 22 Uhr angefangen. Ich bin dann rausgegangen, habe das erste Carpador angeklickt und es war direkt ein Shiny. Ich war so gehypt, dass ich sofort entwickelt habe, ein rotes Gyarados hochgezogen habe, gemaxt habe und in die Arena gesetzt habe. Damals gab es auch noch das alte Arena-System. Hab dann gleich einen Screenshot gemacht, hab's überall hingeschickt, bin total an die Decke gegangen, hat mir aber nichts gebracht, denn plötzlich hat jeder ein rotes Gyarados gehabt. So, diesmal wird's also eine ganze Woche gehen, vom 23. August bis zum 30. August, immer 22 Uhr. Ihr seht hier vermehrt Wasser-Pokémon spawnen, Carpador, Felino, Weilmer tauchen wild häufiger auf. Dann andere wie Shillok, Wapuzi, Golking, Lapras, Baldorfisch, Mantax, Loturzel, Barschwa, Plinfer, Barmelin tauchen in der Nähe vom Wasser häufiger auf. Lapras natürlich besonders cool. Dann können Wasser-Pokémon vermehrt aus Eiern schlüpfen. Kingler und Krebutak können ab dem 23. August die exklusive Attacke Krabhammer erlernen. Wer das braucht, natürlich für PvP, bestimmt wieder sehr geeignet. Und es gibt auch neue Shinies, nämlich Kanivanya und Schmerbe werden in ihrer schillernden Variante veröffentlicht. Sieht alles ein bisschen, also Kanivanya sieht richtig hässlich aus. Der Tohaido-Fisch sieht dafür wieder sehr cool aus. Und Schmerbe sieht auch cool aus. Und naja, der Welser oder wie der heißt, dann natürlich ist wieder kaum ein Unterschied zu dem normalen, finde ich. Kann man lassen. Dann wird es keine Raid-Stunde mit Rayquaza geben, aber wie heißt das denn jetzt hier? Das blöde Ding da kommt zurück, das Vesprit, genau, Vesprit kommt zurück und wird in einer Raid-Stunde wieder eine Stunde lang da sein an den Arenen, aber natürlich nur regionsspezifisch, woanders gibt es eben dann Toputz oder Selfe, bei uns eben Vesprit, was wir ja schon haben. Finde ich jetzt nicht so krass, fand ich damals schon nicht so krass. Wer noch kein 100er hat, kann das natürlich nutzen und die Sammler sowieso. Wenn es als Shiny da wäre, dann die Chance vielleicht, aber ansonsten. Dann kriegt ihr noch doppelte Bonbons für das Ausbrüten von Eiern und Wasser-Pokémon, mit denen ihr als Buddy lauft, benötigen nur die Hälfte, um einen Bonbon zu finden, die halbe Distanz. Das war es also schon von den Infos, das machen wir mal kurz weg. Und jetzt startet die App wieder neu. Ich mach das mal kurz, melde mich gleich zurück, wenn wir wieder in der App sind. Beziehungsweise ich melde mich jetzt schon zurück. Guckt euch das an, wie er wieder da liegt, wie so eine Wurst einfach nur. Ach ja, jetzt schnell hinsetzen, ganz ordentlich. Hättest du dich mal liegen lassen, wie du da gehangen hast, und deinen dicken Bauch rausgestreckt, ne? Ja, egal, ich muss jetzt weitermachen. Bruder. Alle Viere davon gesterzt und richtig. Seht mich an. So hat er das noch nie gemacht. Jetzt muss ich mal kurz hier schauen, denn wir kommen jetzt zu den Eiern. Wir haben wieder 18, 19 Eier, glaube ich, gebrütet von 30, ist also wieder relativ wenig. Aber wir haben angefangen mit einem Sundan aus Basel, Stadt Schweiz. Leider nur 2 Sterne Bewertung, leider auch kein Shiny. Aber da haben wir die Familie trotzdem schon voll, das wissen wir nur noch nicht. Dann ging es weiter mit einem weiteren Sundan, Alola Sundan, diesmal mit 3 Sternen aus Köthen, Anhalt, Sachsen-Anhalt, Deutschland. Und das ist ja wieder Sand am Meer, versteht ihr, zur Wasserfestival-Folge. Das ist richtig genial, lauter Sundan, die schlüpfen hier wie Sand am Meer. Meer, Wasser, diese Übergänge, das ist richtig bekloppt. Dann haben wir noch ein Isso mit 3 Sterne-Bewertungen aus Hildburghausen. Kein Wert auf 15 beim Sundan, aber übrigens auch nicht. Ein Pichu mit 3 Sternen aus Hildburghausen, auch kein Wert auf 15. Wir ziehen das heute mal schneller durch, weil wir am Anfang noch so viel geredet haben, dass es sich nicht so in die Länge zieht. Ein Dicta aus San Francisco, California, 2 Sterne Bewertung. Dann gab es ein Fluffeluff hinterher aus Glinde, Schleswig-Holstein, 3 Sterne, Verteidigung KP auf
15, das sieht schon mal gut aus. Das nächste Sandan, also jetzt kann ich die Sendung wirklich Sand am Meer nennen. Dann freuen sich die Leute natürlich, weil es auch Wasserinfos gibt. Wieder aus Hildburghausen, aber nur 2 Sterne. Ein Mobi, immer noch kein Shiny. Leider aus Thema Thüringen, 3 Sterne und KP auf 15. Ein Pichu aus Johannesburg, Gauteng, Südafrika. Wer das geschickt hat, schreibt es mal in die Kommentare. 3 Sterne Bewertung auf jeden Fall. Genau wie ein Alola Mauzi, auch mit 3 Sternen aus Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Verteidigung auf 15. Ein Azuril hinterher aus Berlin, Deutschland. 3 Sterne, Verteidigung 15. Noch ein Pichu, wieder aus Hildburghausen. 3 Sterne. Ein Pi aus Lohne, Oldenburg, Niedersachsen, leider nur 2 Sterne, auch kein Shiny. Dann haben wir aus St. Wendel, Saarland, ein Togepi mit 2 Sterne Bewertung. Ein Isso aus Krikvenica, Primorsko, Goranska, Zupanica, Kroatien auf jeden Fall. Isso mit 2 Sterne Bewertung. Und ein weiteres Mobi, auch wieder mit 3 Sternen, aber kein Wert auf 15. Brandenburg an der Havel. Sehr schön. Noch ein Pichu aus Odessa, Odeska Oblast, Ukraine. Das haben wir jetzt in letzter Zeit häufiger, den Ort. 3 Sterne, aber kein Wert auf 15. Noch ein Mobi aus Haldenwang, Bayern. 2 Sterne, auch kein Shiny. Und als letztes, da sind wir schon angekommen am Ende, wieder aus Thema. 3 Sterne Bewertung, KP auf 15, ein Mantirps. Ihr seht, immer schön bunt durchgewürfelt, immer verschiedene Eier dabei. Leider wieder kein Shiny. Da ist doch was faul. Ich glaube, der Ramses, der hat so viele Shinies, die letzten gönnen sie ihm einfach nicht. Mir fehlt nämlich nur noch ganz wenig. Ich müsste eigentlich mal ein Update wieder machen und mal die ich habe, wo ich die Familien alle habe, dass man wirklich durchentwickeln, dass man dann mal sieht, wie groß die Sammlung wirklich ist. Da bin ich schon gespannt, da wird noch was kommen. Und heute probiere ich es auch, dass ich abends das Video über das Pikachu-Event mache, was letztens ja war. Da wollte ich nämlich noch was dazu sagen und vor allem auch zeigen. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Ich hole heute wieder 30 Geschenke ab. Guck mal, was da drin ist und das werdet ihr dann morgen sehen. Das war's also von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und freut euch aufs Wasserfestival. Schmerbe!